bundesweit tätige spezialisierte Behörde mit Experten, mit einer Leidenschaft für das Thema, die man ja auch benötigt. Wir haben die Grundzeugenregelung eingeführt, wir haben die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richterinnen und Richter nachgeschult. Wir haben zum Beispiel seit des neuen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ein ganz wichtiges Signal nach innen in die Justiz und auch nach außen. Diese Maßnahmen beginnen jetzt zu greifen. Man sieht, dass es viele Fälle gibt für die Korruptionsstaatsanwaltschaft und man sollte sich das in Ruhe anschauen. Die Verfahren werden so abgewickelt wie alle anderen auch. Wir sind bemüht, ob das jetzt ein Ladendieb ist oder ein Korruptionsfall, der nach den Spielregeln der Strafprozesse wird 2008 in seinem Haus vorübergehend festgenommen. Seine Abfahrt zur Staatsanwaltschaft wird live im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Das ist selbst dem Richter zu viel. Er verurteilt somit ihn zwar wegen Steuerhinterziehung, lässt aber beim Strafausmaß milde walten. Entschuldigung, das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Danke. Im Zweifel für den Angeklagten. Die mediale Berichterstattung hat oft andere Gesetze. Erlebt hat das der Wettermoderator des deutschen Fernsehens, Jörg Kachelmann. Er steht 2011 wegen Vergewaltigung vor Gericht. Die Monate bis zum Prozess ist Kachelmann mehr im TV als im Dienst. Selten sind Prozessbeobachter so gespannt.